Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von KHS Tactical Watches. Wir sind jetzt hier auf der SHOT Show bei Jack Precision und haben hier eben die neuen Jack Arms Flinten. Das sind im Prinzip Nachbauten von Marui 870 Flinten, sind um einiges billiger, kosten $210 in der teuersten Ausführung, die anderen sind billiger. Die Standardausführung hat eben hier so ein bisschen diese Sheriff-Optik, also mit langem Röhrenmagazin und langem Lauf. Ansonsten vom Aufbau genauso wie die Marui Flinten, auch mit dem Gastank hinten im Schaft drin. Viel interessanter sind aber die beiden anderen Versionen. Da haben wir einmal die kurze taktische Version. Die hat eben einen kürzeren Lauf, hat eben wie bei der normalen Marui 870 eben die Endkappe mit vorne dem Adapter für einen Sling Mount. Aber was noch viel interessanter ist, wir haben hier einen Buffer Tube Adapter, der im Prinzip von dem Henry Gun Stock eine Kopie ist. Und was den Ganzen sehr interessant macht, ist eben, der akzeptiert sowohl Gas, als auch wenn man unten das Ventil tauscht gegen eins von CQB Russia, HPA. Also sprich, man kann hier sehr einfach die ganze Waffe auf HPA umbauen, indem man einfach bloß das Ventil unten gegen den HPA-Adapter tauscht und die ganze Waffe soll so schon HPA komplett aushalten können. Ansonsten gilt hier genau dasselbe wie bei den normalen Marui-Flinten. Wir haben hier eben ein Shell-System, also wir haben hier diese kleinen Magazine, die man einsetzen kann. Und bei jedem Schuss werden 3 oder 6 Schuss, das wird irgendwie, kann hier in einem Schalter eingestellt werden, ob man 3 oder 6 Schuss abgeben möchte, gleichzeitig natürlich. Und je nachdem, ob man 3 oder 6 Schuss macht, hat man eben 5 oder 10 Schuss im Magazin. Die große taktische Variante, wieder mit langem Lauf und langen Magazinröhre. Oben drauf schon ein Rail-System und Flip-Up-Sights verbaut. Wir haben hier vorne auch schon einen Gute-Sling und einen Shell-Holder. So wie mir gesagt worden ist, kommt die Waffe auch gleich mit 3 Reserve-Magazinen. Ebenfalls im Angry Gun Klon Stock und auch die Waffe soll eben HPA gleich von Haus aus abkönnen. Das hat geheißen, diese Waffe hier kostet $210. Finde ich sehr interessant, weil wenn ich mir eine Marui 870 jetzt so umbauen würde, dass sie ungefähr so ausschaut, bin ich locker 600-700 € los. Klar wird es wahrscheinlich dieselbe Leistung haben, aber wer jetzt einfach die Waffe haben will und Kompromisse bei der Leistung eingehen will, weil er halt nicht so viel Geld dafür ausgeben will, ist hier vielleicht ganz gut beraten. Michael, wie schaut's aus mit Daniel Defense? Ist das was? Ich liebe die Teile. Das sind die geilsten M4s, die es auf dem Markt überhaupt gibt. Warum? Sind einfach von der Verarbeitung besser, sind wesentlich, obwohl es direkte Gasdrucklader sind und keine indirekten, absolut wenig störanfällig. Ich finde die neue Schäftung, was wir haben, eben hier die Griffe, die gebaut sind wie bei einer 1911, also vom Winkel her, liegen saugut in der Hand. Die Schäfte finde ich total geil, die liegen saugut am Anschlag, die sind hier mit dieser Riffelung. Es ist saubequem, mit den Dingern zu schießen. Sau bequem, die Dinger in Anschlag zu nehmen. Das ist momentan einer meiner absoluten Lieblings-Setups für eine M4. Also gefällt mir super. Klingt so, als wärst du begeistert. Ich bin total begeistert. Wir haben hier auch wieder den AR-15 von, was ist das? Stack Arms. Aber diesmal was Besonderes. Wir haben eben hier ein Hera Arms Kit verbaut. Sprich, wir haben den Hera Arms Front Grip und den Hera Arms Stock. Der fühlt sich halt einfach total geil an und schaut irgendwie so ein bisschen fancy aus. Also als wäre das ganze Teil irgendwie aus so einem Sci-Fi-Film. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Es wackelt ein bisschen hier, aber ich denke, dass die Schrauben nicht fest genug angezogen sind. Aber ansonsten, der Stock selber ist grundsolide. Ist ein total geiles Ding und sieht man zumindest nicht immer. Macht aus einer AR-15 mal was wirklich Besonderes. Wir haben jetzt hier relativ neu auf dem Markt, beziehungsweise ist jetzt erst rausgekommen, PPQ 45, also die bekannte PPQ statt in 9mm im Kaliber 45 ACP. Ist eine ganz schön größere Wuchtbrumme, also es fühlt sich an wie eine PPQ, liegt genauso geil in der Hand wie eine PPQ, aber ist halt deutlich größer. Und allein wenn man einen Schnapper mitmacht, dann weiß man eben, man hat was Solideres in der Hand. Verfügt über ein 12-Schuss-Magazin, fühlt sich aber nicht anders, wenn da 12 Schuss 45 drin. Also ich habe jetzt relativ große Hände, aber der Griff liegt für mich wirklich perfekt in der Hand. Also ist echt ein absoluter Handschmeichler gerade, trotz dem riesengroßen Magazin mit 12 Schuss 45. Ja. Einige dürften den Nachbau von Marui kennen, das ist die Remington 870 Breacher, beziehungsweise die Ultra-Kurzversion davon. Hat im Gegensatz zu der von Marui 2 coole Funktionen mehr. Einmal kann man eben hier den Stift einfach ziehen
und den ganzen Pistolengriff kann man jetzt hier einfach abnehmen, kann ihn hier gegen den Gewehrschaft tauschen oder ähnliches. Und des Weiteren haben wir vorne hier ein kleines Flashlight eingebaut. Wäre natürlich für Deutschland nicht wirklich denkbar, aber ist eigentlich ganz cool. Man hat hier so ein kleines solides Package. Für Door-Breaching hat das seitliche unter der Achsel festgebracht oder am Rucksack hinten dran. Und hat hier den kleinen dreischützige Flinte, mit der man halt eben mal eine Tür aufmachen kann. Interessant ist eben auch hier, wir haben hier einen Splitterschutz. Sprich, wenn wir damit eine Tür aufmachen und die Splitter von der Tür zurückkommen, haben wir hier einen Schutz für die Hände. Also, wenn wir eine Tür öffnen, relativ sicher von dem Ding. Zusammen jetzt noch mit einem Kompensator, mit einem Dornenkranz, damit wir das ordentlich in die Tür reingerammt kriegen, haben wir hier echt einen der besten Türöffner, die es auf der Welt gibt. Also ich kann das jedem empfehlen, der wirklich mal darüber nachdenkt, sich so einen Türöffner zuzulegen, was in Deutschland natürlich auch undenkbar ist. Das ist eigentlich die beste Waffe für die Geschichte, meiner Meinung nach. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von KHS Tactical Watches. Wir sind jetzt hier auf der Shot Show bei Jack Precision. Jetzt hast du mich rausgebracht, danke. Wir sind hier auf der Shot Show bei Nochmal. Precision.